willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Kommt rein. An dem schönen Sonntag hier heute, dem schönen eisigen Sonntag. Dustin tut jetzt gerade so, als wenn er normalerweise immer am Herd stehen würde oder an der Spüle, um sauber zu machen. Ja, ich muss hier sauber machen. Hast du schon anmoderiert? Klar, ja, ich habe schon anmoderiert. Ja, dann können wir jetzt loslegen. Ja, Dankeschön. Ich würde sagen, mit der kurzen Hose, das wird schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Habe ich dir extra gesagt? Hast du nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt. Ja, okay, super. Wir machen etwas ganz Besonderes. Und zwar machen wir? Räumen wir die Spree auf. Du auch? Also du. Ich passe auf dich genau auf. So machen wir das. Also, wir sehen uns am Wasser. Bis gleich. Ciao. Ich sehe schon die erste Challenge. Und die ist da am Wasser. Jan wollte uns eigentlich abholen. Jan kennt die alle von Spreepublik. Der organisiert nämlich immer diese, ich nenne es mal Putzaktion. Ein Angler, der die Gewässer sauber hält. Richtig guter Mann. Und das unterstützen wir natürlich gerne. Und heute machen wir mal eine Folge darüber. Auch wenn es der Yoshi gerade schon gemacht hat und noch andere gemacht haben. Aber ich muss sagen, das ist eine wichtige Sache. Und deshalb kann es da nie genug Content zu geben. Gerade wir als Angler profitieren natürlich extrem davon, wenn die Gewässer sauber sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Problem, Jan wollte uns mit seinem Boot hier abholen, aber das ganze Ding ist hier zugefroren. Ich bin gespannt, ob er überhaupt langkommt. So, da ist er, der Rockfisch. Ihr kennt ihn alle, wir waren schon oft drauf. Diesmal aber weniger zum Angeln, sondern wir machen heute sauber. Jan, hast du zur BSR gewechselt oder was? Jetzt müssen wir noch mal kurz zu mir nach Hause das Funkgerät holen, damit wir mit dem anderen Boot, mit dem wir heute zusammenarbeiten, kommunizieren können. Und dann jetzt erstmal straight zu den Monocularmen. Und da können wir die ersten Einkaufswaren einsacken. Ich habe übrigens mit den anderen Booten gequatscht, so, die hatten voll Bock auf so eine Einkaufswagen-Challenge. Okay, wer mehr Einkaufswagen. Genau. Keine Folge ohne Challenge. Heute geht es darum, wer mehr Einkaufswagen raus aus dem Wasser fischt. Ich glaube, wir müssen dem anderen Boot dann aber eine GoPro geben, dass die sich immer mal ein bisschen zwischendurch filmen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, oder? So machen wir das. Und der Verlierer muss ins Wasser springen. Ah! Eisbaden, Jan. Ja, na, klar. Also einer aus dem Team. Und da Jan hier der Verantwortliche ist, ist Jan, der ins Wasser springt. Ja, okay, mal gucken, was die dazu sagen. Das Gemeine ist halt, dass die Einkaufswagen wegen sind wirklich das Fieseste zum aus dem Wasser holen. Also ich sag mal so, das ist eine wirkliche Challenge, weil so ein Einkaufswagen, werdet ihr gleich sehen, ist so eine richtige Scheißarbeit. Ja, wir haben auch hohen Besuch hier, ne? Also ZDF ist auch dabei. Tatsächlich gewohnte Umgebung mal, anders als bei den Angeln-Drehs. Bin hier meistens am Set normalerweise zum Arbeiten. Deswegen fühle ich mich heimisch quasi jetzt. Die Gegner kommen. Also eigentlich natürlich nicht unsere Gegner, aber in dem Fall unsere Gegner. Wollen wir kurz unsere Challenge? Ihr wisst schon, dass wir heute eine Challenge machen und dass die verlieren, baden gehen müssen. Aber wir führen schon. Nee, das zählt nicht. Der Anpfiff ist noch nicht passiert. Danke. Geil. Für euch vier erreichen? Ja. Ist mega. Also das ist John von Maskottchen Magnetangeln. Die sind heute auch mit dabei. Genau, aber nur mit Haken natürlich, genau. Genau, und unsere Challenge ist heute. Ach, das sagst du wahrscheinlich besser. Nee, sag du mal, Jan. Unsere Challenge ist heute, wer die meisten Einkaufswegen aus dem Wasser holt. Und wir sind uns, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es sein werden, weil wir einfach fleißiger sind und mehr Erfahrung haben und besser aussehen. Aber vielleicht haben die. Wir müssen öfter aufladen. Ja, wir müssen zwischendurch auf. Das könnte euer einziger Vorteil sein. Ja, die diese Aktion verfolgen, sehen, dass man hiermit mit diesen Haken halt eben die ganzen Sachen rausholt, entweder Einkaufswegen oder auch, oh, da liegt da schon was, oder auch Elektroroller, Fahrräder, alles Mögliche. Einkaufswagen! Wo? Hier! 1-0, das ist das 1-0. 1-0! Das ist kein Einkaufswagen. Haupt erzählt. Zählt das? Weißt du was, aber der Korb ist da. Das ist ein Rollator, oder? Nee. Das ist 1-0. Der Korb fehlt zwar, aber ich mache ja die Spielregeln. Das untergestellt zählt. Der erste Einkaufswagen. Ich hänge mit drin. Wie auch immer du das machst, aber. Ich mache das gut. Guckt euch das an. Das ist das erste Ding. Ja, ist ein guter Einkaufswagen auch. Komm.
Warte, 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 runter, runter, runter. Jetzt. Das ist auf jeden Fall, ob das 2-0 ist, weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall das ist ein ganz klare 2-0. Naja, wir wissen ja nicht, was die haben. Hallo, hol den Euro da raus. Warte mal. Ja, jetzt ist keiner mehr drin, leider. Ja, warte mal, wie viel da? Warte. Das ist von meiner Freundin, die sie neulich geklaut haben. Funktioniert da vielleicht noch? Ja, ne? Könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, das ist ein kapitales Ding. Elektrofahrrad, das leuchtet bestimmt auch noch irgendwo, wenn man hier guckt. Ja, Wahnsinn, was hier alles so ins Wasser geschmissen wird, ey. Echt nicht cool. Jan, ich musste kurz mal, ich muss mich da um die Fische kümmern. Alter, Riesengrundel. Guckt euch mal diese Grundel an. Also für eine Grundel ist das tatsächlich ein echt kapitales Ding und echt ein schöner Fisch. Guck mal, diese Paddel hier hinten. Tolles Tier. Schön. Wieder ein Punkt, Jan. Das ist das 3. Oh, guck mal, ein Stahlverfach. So, also 3 Einkaufswagen haben wir schon. Ob das jetzt die Führung ist, wissen wir nicht, weil wir wissen ja nicht, was die anderen rausholen. Aber kurz, in kürzester Zeit so viel Müll ist echt schon erstaunlich und erschreckend, muss man sagen. Bisschen zurück. Zurück, Bene. Hab ich. Einkaufswagen. Nummer 4. Der liegt schon eine Weile drin, sieht man. Nur Müll hier. Guck das mal an, was wir in so kurzer Zeit rausgeholt haben. Wahnsinn. Weiter geht's. Nummer 5. Jawohl. Ja, ich glaube, das ist das Oberteil. Psst. Weiß keiner. So, jetzt. Ich auch. 6. 6. Wir sehen natürlich nicht, was die anderen jetzt schon an Deck geholt haben, aber wir sind bei Nummer 6. Ich würde sagen, das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Jan, eigentlich muss ich mir gar keine Sorgen machen. Eigentlich würde ich dich gerne sogar sehen, wie du ins Wasser springst. Das heißt, ich lasse ein paar, release ich wieder, ja, ja, catch and genau. Release, heimlich wieder. Du bist auch ein bisschen lustlos bei der Sache, das ist mir schon aufgefallen. Nee. Ich bin voll dabei. Da, das ist ein neuer, das ist ein frischer. Ja, den können wir nochmal zurück zu Lidl bringen. Den können sie nochmal verwenden. Das ist Nummer 7 übrigens, ich will jetzt kurz festhalten für die andere Crew. Längs, es geht nicht weiter. Das ist krass, oder? Ja, wir möchten gerne Spielregeln ändern. Warum? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fahrräder und einen E-Roller und einen Einkaufswagen und einen Aal. Ja. Magnetfischer würden gerne die Spielregeln ändern. Haben Sie sich gemeldet? Ja, die ziehen nur Räder raus. Ja. Nee. Vielleicht springen wir nachher alle zusammen rüber. Nein. Keine Spielregeln werden geändert. Competition ist Competition. Gibt da noch einen E-Scooter oder sowas? Ihr seht, was wir hier alles gefunden haben schon. Das muss jetzt erstmal runtergebracht werden vom Boot, weil wir haben einfach keinen Platz mehr. Aber das andere Boot kommt jetzt auch da hinten und wir können mal vergleichen, wer wie viel Einkaufswagen schon hat. Wir sind bei Nummer 8. Was schätzt du, was die anderen haben? 4. Ja? Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr leider. So, jetzt aus bei euch. 2. Wie viel habt ihr? Wir sind bei 8. 8 Einkaufswagen? Ja. Wir haben tatsächlich 8 Stück und die anderen haben jetzt 2. Das heißt, wir sind gut dabei. So, raus mit dem Scheiß. So, das sind unsere Gegner. Wir sind in Führung mit 8. Ihr habt 2, habe ich gehört. Eieiei, es wird für einen von euch wird's kalt wahrscheinlich. Und wo habt ihr die alle? Oh, ah, guck mal, da sind sie. Guck mal. 2 schöne Aale hier, keine First-Cast-Folge ohne Fisch. Ja, mega.
Weiter geht's. Ich bin froh, ihr macht ihr ruhig ein paar Aale. Wir machen weiter Einkaufswegen. Aale und kapitale Gründeln. Ja, im Gegensatz zu den Aalen ist das hier eine invasive Art. Aber man sagt ja, dass die Fischbestände, Zander und so weiter sich erholen, dadurch, dass sie durch die Gründeln mehr Nahrung haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber man kann hier auf jeden Fall schon deutlich spüren, dass das Angeln besser wird, seitdem die Jungs da sind. Aber jetzt habe ich es mal entsperren können. Ja. Und da haben wir nur, also ich meine, das haben wir echt nicht lange für gebraucht. Ne? Das Boot war leider voll, sonst wäre es noch mehr gewesen. Aber es geht nochmal raus. Jetzt holen wir nochmal so eine Ladung. Ja, zweite Runde. Wir haben jetzt einmal den Rockfisch komplett vollgeräumt, aber es ist noch reichlich Platz im Container. Ich denke mal, dass wir den noch zweimal voll machen werden heute. Und danach können wir nicht mehr, dann sind wir fertig, 100 pro. Ich bin jetzt schon fertig, Jan. Runde Nummer 2. Ist eingeläutet. Hannes, direkt am Pfeiler lagen noch welche, soweit ich weiß. Richtig zubeißen, die Dinger, ne? Ja, wir haben jemanden, der uns hier spottet. Da ist er. Guck mal, Pfand ist da noch drauf. Soll ich das für dich aufbewahren? Ja, das ist der Hannes, der taucht normalerweise in der Karibik, aber heute hat er Bock, in der 3 Grad kalten Spree zu tauchen. Ungefähr das Gleiche. Hast du? Ja. Hanni, Held, Alter. Applaus für den Taucher. Krasser Typ. Ja, wir hatten jetzt gerade noch einen kleinen verhakten Haken. Und Hannes hatte sein Notfall-Taucher-Equipment dabei. Und dann hat er, als er unseren Haken gelöst hat, gleich noch ein paar E-Scooter mit rangehangen. Also die hätten wir jetzt mit bloßen Augen auch nicht gesehen. Jetzt haben wir bestimmt hier noch mal 4, 5 Scooter noch mal einfach so aus dem Wasser geholt. Noch mal als Bonus, als Taucherbonus. Ah. Das ist das 9 zu, wissen wir nicht, 9 zu irgendwas. Einkaufswagen. Wieder einer näher am Sieg. 1, 2, 3, 4. Oh, das gibt Punkte. Das gibt Punkte. Jan, stark angefangen, umso stärker nachgelassen. 8 im ersten Run, einer im zweiten. Das, aber das hin. Ich habe noch so einen kleinen Geheimspot. Ich war ja schon mal, ein bisschen gespottet. Ich weiß noch, wo 2, 3. Meinst du, die halten sich dran und springen wirklich ins Wasser? Ja. Sagen wir so, wenn wir verlieren und du ins Wasser springen musst, springe ich mit. Nackig. Right. Bin ja Ossi. So, jetzt, guck mal, jetzt pass auf. Jetzt fängt Ali an zu arbeiten. Jetzt tut er, die Frau guckt zu, jetzt tut er so, als ob er arbeitet. Plötzlich gibt er, jetzt gibt er plötzlich Gas. Guck mal, wie ich aussehe. Hier. Ali, dreh dich mal um kurz. Direkt, zeig mal deine Jacke. Blitzblank! Blitzblank das Ding. Weißt du, das ist der ewig kompetitive, das ist das Schöne. Das stimmt. Ja, egal worum es geht, ob es direkt auf der Hose. Absolut. Um Zentimeter auf der Matte. Immer eine Challenge. Das ist das Wichtigste. Der Typ kann einfach, der macht wahrscheinlich mit seiner Frau auch mal eine Challenge, wer als erstes einschläft oder so. Ist so. Wer besser kocht, wer mehr sauber macht, wer. Es gibt nichts ohne Challenge im Leben. Der sucht sich wieder da draus das Pferd, ist klar. Sitzt die ganze Zeit hinterm Steuer und jetzt. So, hier. Das ist unser wichtigstes Gut. Wusste gar nicht, dass du Fahrrad fahren kannst. Lernt man doch im Osten nicht so früh. Hi, ich bin's. Ja, ein Rockfisch. Meine Hobbys sind Angeln und Fahrräder aus dem Wasser holen. Elektrofahrräder. So, jetzt die dritte Runde. Wir räumen jetzt den Rockfisch noch einmal voll und dann sind wir, denke ich, auch körperlich wirklich am Ende und können nicht mehr. Aber eine schaffen wir noch und ja, ich weiß auch noch, wo noch ein paar Einkaufswagen. So, das ist die beste Moderation ever. Boah, das wäre so gut, das hätte geklickt. Oh. Hast du einen kleinen Adrenalinschub bekommen? Ja, ne, vor allem hätte das, was ich danach mit dir gemacht hätte, hätte richtig Klicks gegeben, Alter. Ja, aber du musst erst mal wieder reinkommen. Das ist eine schlechte Position von dir. Das ist sportlich. Einfach so. Da mache ich keine Sorgen. So, jetzt haben wir ein Motorrad entdeckt und einen Wäschetrockner. Nee, so doch.
holen wir beides auf jeden Fall raus. Vielleicht gibt es das ja extra Punkte, weil das ist natürlich ein kapitales Ding. Warte mal, komm mal her, den kriegst du schon mal. Den nehme ich mit nach Hause. Da freut sich Lena drüber. Ja? Du, willst du den mitnehmen, sonst nehme ich den Lena mit. Ja, Lena freut sich. Alter, die hat so ein Ding noch nie in ihrem Leben verwendet. Da. Bis nach vorne. Nach vorne. Bis nach vorne. Alter. Oh, diese Drecksau. Und mit einer Monstergrunde. Geil, geschafft. Ja, das war das kapitalste Ding für heute. Das gibt sicher extra Punkte für unsere Challenge. Ja, der zählt auf jeden Fall für den Einkaufswagen, finde ich auch. Ich bin jetzt auf jeden Fall durch, mein Rücken ist im Sack. 10, Nummer 10. Wenn er den jetzt rauskriegt. Ah, wie freudig er gerufen hat, Einkaufswagen. Dass du endlich mal wieder einen gespottet hast, ne, mein Freund? Na komm her hier. Jetzt haben wir ihn. Ja! Oh, hier ist noch einer. Hier ist auch noch ein Flachmann drin, Jan. Ein Fünfer, wenn du den Schluck nimmst. Das ist zweistellig. Nummer 10. Ich bin gespannt, ob die anderen da mithalten können. Warte mal. Das sind zwei. Warte mal. Komm, das sind schön ineinander. Zwei. Wenn du den hast, hake ich nochmal um. Hast du? Ich hab. Jan, hilf mit. Wenn das nicht der Sieg ist. Jawohl! Zwei mit einem Mal. Warte, der hängt hier noch. Das ist ein kapitaler Fang. Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt, weil zwei auf einmal. 12 Stück haben wir. Bin gespannt. Einkaufswagen! Warte, da ist noch Glas mit drin. Ein großer. Mehr Power. Er kommt. Okay, reicht. Guck mal, jetzt tut er immer so, als ob er so ein Ding hochholt hier. Die ganze Zeit macht er nichts. Und jetzt tut er so. Oh, tja, da ist aber so ein Emaille-Topf noch drin. Der ist jetzt gerade vom Bord gegangen, weil er hier runter. Ja. Da siehst du genau, wie weit er im Schlamm lag. Aber sag mal, welche Nummer ist das? 13, ne? Ja. Boah, ihr seid gut. So, jetzt haben wir hier einen Einkaufswagen, der richtig fest drin steckt und mit einem Bootshaken versuchen wir jetzt den quasi ein bisschen rauszuschwingen, aber der steckt so tief drin, das wollen wir wohl nicht kriegen. Guck mal hier. Oh, Schnittfehler. Sogar ein Megabass, glaube ich. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr kennt, was das für einer ist. Sieht für mich fast aus wie ein Megabass, aber kennen tue ich ihn nicht so richtig. Oh fuck, das ist auch mehr als einer, ne? Oh, da war der zweite. Ja, der zweite ist gerade abgegangen. Noch mal ein Stück zurück. Den musst du jetzt auf Gefühl holen wahrscheinlich. Sonst haben wir verloren jetzt. Aber jetzt mal eine ganz kurze Frage. Noch höher, komm, noch mehr. Mal eine ganz kurze Frage, auf der anderen Seite wieder runter. Bitte? Ganz kurze Frage, warte, Nummer 14? Ja, ich glaube ja. Oder? Das, Nummer 15 hat Ali schon. 14, super. Passt denn? Und jetzt haben wir Nummer 15 hier. Oh, das ist super hier. Ja. Oh, der ist eben runtergefallen. Alter, da. Einkaufswagen. Ah, hier Einkaufswagen. Sind Einkaufswagen. Hier yeah, an. Ihr ist super. Ihr läuft. Hallo, das ist unser Spot hier. Oh, da sind Einkaufswagen drauf. Scheiße. Oh, viele. Da ist er. Da ist ein Einkaufswagen. Einkaufswagen, schnell! Und der ist zum Glück. Oh, und der da ist auch noch unser davor. Oh, da, Ali, du holst Ali, den. Sicher den gleich. Ihr geht baden! Nummer 16. Hast du? Ja. 17! Warte, halt ihn noch fest. Oh, yeah. Was habe ich gesagt? 17, ne? Oh.
Ja, wir sind bei 17. So, wisst ihr, wie viel habt ihr auf dem Schirm, wie viel Einkaufswegen ihr habt? Leider weniger. 8? 17 zu 8. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch keine Mühe gebt, Freunde. Oh, wir haben noch zwei. Alter. Ja, ich kann euch gerne helfen. Nee, ist okay. Ey, wir sind durch, wir schaffen nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir jetzt ausgeladen haben, dann sind wir auch körperlich am Ende. 18! Ihr habt's gehört, die anderen haben 8, wir haben 18. Aber darum geht es natürlich nicht nur. Es ist natürlich das Wichtigste, dass wir hier tatsächlich als Angler was für die Gewässer machen. Am Ende sind wir dafür verantwortlich, weil es niemand anderes macht, damit die Gewässer oder dass die Gewässer sauber sind. Jan, Spreepublik, muss man sagen, echt eine gute Sache, die du ins Leben gerufen hast. Und können sich andere mal eine Scheibe abschneiden. Also wenn ihr ans Wasser geht, bitte denkt dran, keinen Müll hinterlassen, Müll mitnehmen, weil am Ende fällt es auf uns zurück, auf uns Angler. Hat Spaß gemacht, Jungs. Und jetzt freue ich mich erstmal darauf, wie die anderen ins Wasser springen müssen. Kann man noch verwenden, theoretisch, oder? Du kannst sogar ein bisschen Wäsche raufhängen. Oh, Alter, ich kann nicht mehr. Aber das Wichtigste ist, Challenge gewonnen. Bestrafung ist auch dabei. Ich muss sagen, ich finde es ja eigentlich schade, dass Vecchi nicht dabei ist. Aber Vecchi muss eigentlich immer Bestrafung machen, deswegen ganz gut, dass er heute vielleicht mal zu Hause geblieben ist. Kaum ruft man eine kleine Challenge ins Leben. Das ist auf jeden Fall, ich habe jetzt schon bestimmt über 10 Aktionen gemacht in der Form. Und das war, so viel haben wir noch nie gehabt. Das ist wirklich unglaublich. Richtig krass. Maschine. Das sind super bestimmt geil. 8 Tonnen oder so, würde ich sagen. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen für unsere Pizza. Oh. Andere Teams sind Ehrenmänner, die halten sich an die Regeln, springen jetzt bei minus 1 Grad, nee, 1 Grad ins Wasser. Aber Jan ist ein gut Mensch. Der hat sich gedacht, ach komm, wenn der arme Junge von dem anderen Team springen muss, springe ich auch. Viel Spaß euch. Na ja, los, kommt. Los, lang, 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 Wahnsinn. Oh! Hey, vermute mal, es ist kalt. Jan, warum kommst du so schnell raus? Liken, kommentieren, abonnieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Haut rein. Ciao.